Secrets of the Heart. Geheimnisse des Herzens. Emma Fisher sat at her desk surrounded by a sea of student essays. Emma Fisher saß an ihrem Schreibtisch, umgeben von einem Meer aus Studentenaufsätzen. Her mind wandered as she thought about one particular student, Alex Weber. Ihre Gedanken schweiften ab, als sie an einen bestimmten Studenten dachte, Alex Weber. Alex was different from the others. His passion for literature matched her own. Alex war anders als die anderen, seine Leidenschaft für Literatur entsprach ihrer eigenen. Despite the age difference and her position as his lecturer, Emma couldn't deny the growing attraction she felt. Trotz des Altersunterschieds und ihrer Position als Dozentin konnte Emma die wachsende Anziehungskraft nicht leugnen. The lecture hall was her domain, a place where she felt both powerful and at ease. Der Hörsaal war ihr Reich, ein Ort, an dem sie sich sowohl mächtig als auch wohl fühlte. Every Monday Emma's heart skipped a beat as she watched Alex take his seat in the front row. Jeden Montag setzte Emmas Herz einen Schlag aus, als sie beobachtete, wie Alex sich in die erste Reihe setzte. He always arrived early, his books neatly arranged and his eyes filled with eager anticipation. Er kam immer früh, seine Bücher ordentlich arrangiert und seine Augen voller gespannter Erwartung. Emma couldn't help but notice his keen interest in every word she said. Emma konnte nicht anders, als sein großes Interesse an jedem ihrer Worte zu bemerken. Alex was a bright and ambitious student, well liked by his peers and professors alike. Alex war ein kluger und ehrgeiziger Student, der sowohl bei seinen Kommilitonen als auch bei den Professoren beliebt war. He had a knack for literature, often bringing fresh perspectives to class discussions. Er hatte ein Talent für Literatur und brachte oft frische Perspektiven in die Klassendiskussionen ein. Outside of class, Emma led a quiet life, dedicated to her research and teaching. Außerhalb des Unterrichts führte Emma ein ruhiges Leben, das ihrer Forschung und Lehre gewidmet war. She lived alone in a cozy apartment filled with books and memories of her travels. Sie lebte allein in einer gemütlichen Wohnung, die mit Büchern und Erinnerungen an ihre Reisen gefüllt war. Her colleagues respected her, but she kept her personal life private. Ihre Kollegen respektierten sie, aber sie hielt ihr Privatleben privat. One rainy afternoon, as the students filed out of the lecture hall, Alex lingered behind. An einem regnerischen Nachmittag, als die Studenten den Hörsaal verließen, blieb Alex zurück. Professor Fisher, do you have a moment? He asked, his voice tinged with uncertainty. Professor Fisher, haben Sie einen Moment? Fragte er, seine Stimme von Unsicherheit geprägt. Emma looked up from her notes, her eyes meeting his. Emma blickte von ihren Notizen auf, ihre Augen trafen seine. Of course, Alex, what can I help you with? She replied, trying to sound casual. Natürlich, Alex. Womit kann ich Ihnen helfen? Antwortete sie und versuchte, beiläufig zu klingen. He hesitated before speaking. I wanted to discuss the theme of forbidden love in the novel we're studying. Er zögerte, bevor er sprach. Ich wollte das Thema der verbotenen Liebe im Roman besprechen, den wir studieren. Emma's heart fluttered at the coincidence. Ah, yes, it's a complex and intriguing subject, she said, motioning for him to sit. Emmas Herz flatterte bei diesem Zufall. Ah, ja. Es ist ein komplexes und faszinierendes Thema, sagte sie und deutete ihm, sich zu setzen. As they delved into the discussion, the room seemed to shrink around them. Als sie in die Diskussion eintauchten, schien der Raum um sie herum zu schrumpfen. Emma found herself lost in Alex's insightful observations and thoughtful questions. Emma fand sich in Alex aufschlussreichen Beobachtungen und durchdachten Fragen verloren. Their conversation flowed effortlessly, each moment deepening the connection between them.
Ihr Gespräch floss mühelos, jeder Moment vertiefte die Verbindung zwischen ihnen. By the time they finished, the sky outside had darkened, and the campus was quiet. Als sie fertig waren, hatte sich der Himmel draußen verdunkelt, und der Campus war ruhig. Thank you, Professor Fisher. I really appreciate your time, Alex said, his eyes lingering on hers. Danke, Professor Fisher. Ich schätze Ihre Zeit wirklich, sagte Alex, seine Augen verweilten auf ihren. You're welcome, Alex, Emma replied, her voice soft. Gern geschehen, Alex, antwortete Emma, ihre Stimme sanft. As he left, Emma couldn't shake the feeling that something had changed between them. Als er ging, konnte Emma das Gefühl nicht abschütteln, dass sich etwas zwischen ihnen verändert hatte. At that moment, the line between lecturer and student began to blur. In diesem Moment begann die Grenze zwischen Dozentin und Student zu verschwimmen. Emma knew it was dangerous, but she couldn't help but wonder where this newfound connection might lead. Emma wusste, dass es gefährlich war, aber sie konnte nicht anders, als sich zu fragen, wohin diese neu gefundene Verbindung führen könnte. It all started innocently enough, with Alex staying after class to discuss his favorite books. Es begann alles harmlos genug, als Alex nach dem Unterricht blieb, um über seine Lieblingsbücher zu sprechen. Their conversations grew longer and more personal, revealing shared interests and mutual respect. Ihre Gespräche wurden länger und persönlicher, wobei gemeinsame Interessen und gegenseitiger Respekt offenbart wurden. Emma found herself looking forward to these moments, her heart racing when Alex smiled at her. Emma ertappte sich dabei, wie sie sich auf diese Momente freute, ihr Herz raste, wenn Alex sie anlächelte. One day, Alex brought her a book he thought she would enjoy. Eines Tages brachte Alex ihr ein Buch, von dem er dachte, dass es ihr gefallen würde. Professor Fisher, I think you'll love this one, he said, handing her the book. Professor Fisher, ich glaube, Sie werden dieses hier lieben, sagte er, und reichte ihr das Buch. Emma took it, her fingers brushing against his for a brief moment. Emma nahm es, ihre Finger streiften seine für einen kurzen Moment. Thank you, Alex. I look forward to reading it, she replied, trying to keep her voice steady. Danke, Alex. Ich freue mich darauf, es zu lesen, antwortete sie und versuchte, ihre Stimme ruhig zu halten. As the weeks passed, their meetings became a regular occurrence. Mit den Wochen wurden ihre Treffen zu einer regelmäßigen Angelegenheit. Emma would stay late in her office, waiting for Alex to arrive with his latest literary insights. Emma blieb oft spät in ihrem Büro und wartete darauf, dass Alex mit seinen neuesten literarischen Erkenntnissen ankam. Each discussion brought them closer, the boundary between lecturer and student fading. Jede Diskussion brachte sie näher, die Grenze zwischen Dozentin und Student verblasste. One evening as they sat in her dimly lit office, Alex opened up about his struggles. Eines Abends, als sie in ihrem schummrig beleuchteten Büro saßen, sprach Alex über seine Probleme. My parents don't really understand my passion for literature, he confessed, his voice tinged with sadness. Meine Eltern verstehen meine Leidenschaft für Literatur nicht wirklich, gestand er, seine Stimme von Traurigkeit geprägt. Emma's heart went out to him. She reached out, placing a comforting hand on his arm. Emmas Herz schmerzte für ihn. Sie streckte die Hand aus und legte eine tröstende Hand auf seinen Arm. I'm sorry to hear that, Alex, but remember, your passion is valid and important, she said softly. Es tut mir leid, das zu hören, Alex, aber denke daran, deine Leidenschaft ist gültig und wichtig, sagte sie sanft. Alex looked at her, his eyes filled with gratitude and something else she couldn't quite place. Alex sah sie an, seine Augen voller Dankbarkeit und etwas anderem, das sie nicht ganz einordnen konnte. Their eyes locked, and for a moment,
The world outside ceased to exist. Ihre Blicke trafen sich, und für einen Moment hörte die Welt draußen auf zu existieren. Emma could feel the intensity of his gaze, and it took all her willpower to break the connection. Emma konnte die Intensität seines Blickes spüren, und es kostete all ihre Willenskraft, die Verbindung zu brechen. She stood up, trying to regain her composure. Sie stand auf und versuchte, ihre Fassung wieder zu gewinnen. We should probably call it a night, she said, her voice slightly shaky. Wir sollten es wohl für heute Abend gut sein lassen, sagte sie, ihre Stimme leicht zitternd. Alex nodded, a hint of disappointment in his eyes. Alex nickte, ein Hauch von Enttäuschung in seinen Augen. Of course. Thank you, Professor Fisher, he said, gathering his things. Natürlich. Danke, Professor Fisher, sagte er und sammelte seine Sachen. As he left, Emma sat back down, her mind racing with conflicting emotions. Als er ging, setzte sich Emma wieder hin, ihr Kopf schwirrte vor widersprüchlichen Gefühlen. She knew she was treading on dangerous ground, but she couldn't deny the connection she felt with Alex. Sie wusste, dass sie sich auf gefährlichem Terrain bewegte, aber sie konnte die Verbindung, die sie zu Alex fühlte, nicht leugnen. Days turned into weeks and their bond continued to grow stronger. Tage wurden zu Wochen und ihre Bindung wurde immer stärker. Emma found herself thinking about Alex more often than she cared to admit. Emma ertappte sich dabei, dass sie öfter an Alex dachte, als sie zugeben wollte. One afternoon, as she was grading papers in the library, Alex appeared out of nowhere. Eines Nachmittags, als sie in der Bibliothek Aufsätze korrigierte, tauchte Alex aus dem Nichts auf. Hi, Professor Fisher. Do you mind if I join you? He asked, a hopeful look on his face. Hallo, Professor Fisher. Stört es Sie, wenn ich mich zu Ihnen setze? Fragte er, ein hoffnungsvoller Ausdruck auf seinem Gesicht. Emma smiled, unable to hide her delight. Emma lächelte, unfähig, ihre Freude zu verbergen. Not at all, Alex, please sit, she said, gesturing to the chair across from her. Überhaupt nicht, Alex. Bitte, setzen Sie sich, sagte sie und deutete auf den Stuhl ihr gegenüber. As they talked, Emma realized just how much she enjoyed his company. Während sie sprachen, erkannte Emma, wie sehr sie seine Gesellschaft genoss. Alex's presence was a bright spot in her otherwise routine days. Alex' Anwesenheit war ein Lichtblick in ihren ansonsten routinemäßigen Tagen. But with each passing day, the line they were crossing became more blurred. Aber mit jedem Tag, der verging, wurde die Grenze, die sie überschritten, immer unschärfer. Emma knew it was only a matter of time before their secret would come to light. Emma wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis ihr Geheimnis ans Licht kommen würde. And when it did, their lives would never be the same. Und wenn es das tat, würden ihre Leben nie mehr dieselben sein. One Friday evening, Emma stayed late in her office, grading final papers. An einem Freitagabend blieb Emma spät in ihrem Büro, um Abschlussarbeiten zu korrigieren. She was so engrossed in her work that she didn't hear the knock on the door. Sie war so in ihre Arbeit vertieft, dass sie das Klopfen an der Tür nicht hörte. When she finally looked up, Alex was standing in the doorway, looking hesitant. Als sie schließlich aufsah, stand Alex zögernd in der Tür. Alex, what are you doing here so late? She asked, surprised but not displeased. Alex, was machst du so spät hier? Fragte sie, überrascht, aber nicht unzufrieden. I need to talk to you, Professor Fisher, he said, his voice tense. Ich musste mit Ihnen reden, Professor Fisher, sagte er, seine Stimme angespannt. Emma motioned for him to come in and sit down. Emma deutete ihm, hereinzukommen und sich zu setzen.
Is everything okay? She asked, concerned by his serious demeanor. Ist alles in Ordnung? Fragte sie, besorgt über sein ernstes Auftreten. Alex took a deep breath before speaking. Emma, I can't keep pretending anymore, he said, using her first name for the first time. Alex holte tief Luft, bevor er sprach. Emma, ich kann nicht länger so tun, als ob, sagte er und benutzte zum ersten Mal ihren Vornamen. Her heart skipped a beat at the sound of her name on his lips. Ihr Herz setzte einen Schlag aus, als sie ihren Namen auf seinen Lippen hörte. I have feelings for you, and I can't hide them anymore, he confessed, his eyes locking onto hers. Ich habe Gefühle für dich, und ich kann sie nicht länger verbergen, gestand er, seine Augen trafen ihre. Emma was stunned, her mind racing. Emma war fassungslos, ihre Gedanken rasten. She had known there was a connection, but hearing Alex voice his feelings made it real. Sie hatte gewusst, dass es eine Verbindung gab, aber Alex Gefühle auszusprechen, machte es real. Alex, this is complicated, she began, trying to find the right words. Alex, das ist kompliziert, begann sie und versuchte, die richtigen Worte zu finden. I know it is, but I can't help how I feel, he said, his voice filled with emotion. Ich weiß, dass es das ist, aber ich kann nicht anders fühlen, sagte er, seine Stimme voller Emotionen. Emma stood up, pacing the room. Emma stand auf und ging im Raum auf und ab. This could jeopardize everything, our careers, our reputations, she said, her voice wavering. Das könnte alles gefährden, unsere Karrieren, unseren Ruf, sagte sie, ihre Stimme zitterte. Alex stood up too, moving closer to her. Alex stand ebenfalls auf und trat näher an sie heran. I know the risks, but I can't walk away from this, from us, he said, his eyes pleading. Ich kenne die Risiken, aber ich kann nicht von dem hier, von uns, weggehen, sagte er, seine Augen flehend. Emma looked into his eyes, seeing the sincerity and determination. Emma sah in seine Augen und erkannte die Aufrichtigkeit und Entschlossenheit. She felt a surge of emotions, the battle between her head and her heart raging within her. Sie fühlte einen Schwall von Emotionen, der Kampf zwischen ihrem Kopf und ihrem Herzen tobte in ihr. Before she could think it through, she found herself leaning in, closing the distance between them. Bevor sie darüber nachdenken konnte, lehnte sie sich vor und überbrückte die Distanz zwischen ihnen. Their lips met in a kiss that was both gentle and passionate. In that moment, everything else faded away. Ihre Lippen trafen sich in einem Kuss, der sowohl sanft als auch leidenschaftlich war. In diesem Moment verblasste alles andere. They broke apart, breathless, the reality of what just happened sinking in. Sie trennten sich, atemlos, und die Realität dessen, was gerade passiert war, drang in sie ein. Emma, I don't want to lose you, Alex said, his voice barely a whisper. Emma, ich will dich nicht verlieren, sagte Alex, seine Stimme kaum hörbar. Emma closed her eyes, taking a deep breath. Emma schloss die Augen und holte tief Luft. We have to be careful, Alex. Very careful, she said, her voice filled with both fear and hope. Wir müssen vorsichtig sein, Alex. Sehr vorsichtig, sagte sie, ihre Stimme voller Angst und Hoffnung. Alex nodded, understanding the gravity of the situation. Alex nickte und verstand den Ernst der Lage. I promise we'll be careful, he said, his hand gently squeezing hers. Ich verspreche, wir werden vorsichtig sein, sagte er und drückte sanft ihre Hand. From that night on, their relationship took on a new dimension. Von dieser Nacht an nahm ihre Beziehung eine neue Dimension an.
They continued to meet in secret, their connection growing deeper and stronger. Sie trafen sich weiterhin heimlich, ihre Verbindung wurde tiefer und stärker. Every stolen glance, every whispered word was filled with a mix of excitement and fear. Jeder gestohlene Blick, jedes geflüsterte Wort war voller Aufregung und Angst. But as their feelings intensified, so did the risks. Aber je intensiver ihre Gefühle wurden, desto größer wurden die Risiken. Emma knew it was only a matter of time before they would have to face the consequences of their forbidden love. Emma wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie sich den Konsequenzen ihrer verbotenen Liebe stellen mussten. The weeks following their confession were a whirlwind of emotions and secrecy. Die Wochen nach ihrem Geständnis waren ein Wirbelsturm aus Emotionen und Geheimhaltung. Emma and Alex met in hidden corners of the campus, always cautious but unable to stay apart. Emma und Alex trafen sich in versteckten Ecken des Campus, immer vorsichtig, aber unfähig, voneinander fernzubleiben. Their stolen moments were filled with laughter, whispers, and an undeniable chemistry. Ihre gestohlenen Momente waren voller Lachen, Flüstern und einer unbestreitbaren Chemie. One afternoon, as they sat in a quiet part of the library, Alex reached for Emma's hand. An einem Nachmittag, als sie in einem ruhigen Teil der Bibliothek saßen, griff Alex nach Emmas Hand. "We can't keep hiding forever," he said softly, his eyes searching hers. "Wir können uns nicht für immer verstecken," sagte er leise, seine Augen suchten die ihren. Emma sighed, knowing he was right. Emma seufzte, wissend, dass er recht hatte. "I know, Alex, but what can we do? If anyone finds out, we'll both be in serious trouble," she replied. "Ich weiß, Alex, aber was können wir tun? Wenn es jemand herausfindet, werden wir beide ernsthafte Probleme bekommen," antwortete sie. Before he could respond, the door to the library opened, and one of Emma's colleagues walked in. Bevor er antworten konnte, öffnete sich die Tür zur Bibliothek und einer von Emmas Kollegen kam herein. They quickly pulled their hands apart, trying to look inconspicuous. Sie zogen schnell ihre Hände auseinander und versuchten, unauffällig zu wirken. "Good afternoon, Emma," the colleague said, glancing curiously at Alex. "Guten Nachmittag, Emma," sagte der Kollege und warf einen neugierigen Blick auf Alex. "Afternoon, Mark," Emma replied, forcing a smile. "Nachmittag, Mark," antwortete Emma und zwang sich zu einem Lächeln. After Mark left, Emma turned to Alex, her expression serious. Nachdem Mark gegangen war, wandte sich Emma an Alex, ihr Gesichtsausdruck ernst. "We have to be more careful. We can't afford to be seen together like this," she said. "Wir müssen vorsichtiger sein. Wir können es uns nicht leisten, so zusammen gesehen zu werden," sagte sie. Alex nodded, frustration evident on his face. Alex nickte, die Frustration war ihm ins Gesicht geschrieben. "I hate this, Emma. I hate having to hide how I feel about you," he said, his voice filled with emotion. "Ich hasse das, Emma. Ich hasse es, meine Gefühle für dich verstecken zu müssen," sagte er, seine Stimme voller Emotionen. Emma reached out, touching his cheek gently. Emma streckte die Hand aus und berührte sanft seine Wange. "I know, Alex, but we have to be patient. We have to find a way to make this work without risking everything," she said softly. "Ich weiß, Alex, aber wir müssen geduldig sein. Wir müssen einen Weg finden, das hinzubekommen, ohne alles zu riskieren," sagte sie sanft. Days turned into weeks, and their secret relationship continued to grow stronger. Tage wurden zu Wochen, und ihre geheime Beziehung wurde immer stärker. However, the constant hiding and sneaking around began to take a toll on both of them.
Doch das ständige Verstecken und Herumschleichen begann, seinen Tribut von ihnen beiden zu fordern. One evening, as they sat in Emma's office, Alex voiced his frustration again. Eines Abends, als sie in Emmas Büro saßen, sprach Alex erneut seine Frustration aus. I can't keep living like this, Emma. It's tearing me apart, he said, his voice breaking. Ich kann nicht so weiterleben, Emma. Es zerreißt mich, sagte er, seine Stimme brach. Emma felt a pang of guilt, knowing he was right. Emma fühlte einen Stich des Schuldgefühls, wissend, dass er recht hatte. I know, Alex, I hate it too, she said, her eyes filling with tears. Ich weiß, Alex, ich hasse es auch, sagte sie, ihre Augen füllten sich mit Tränen. As they held each other, a knock on the door interrupted their moment. Als sie sich umarmten, unterbrach ein Klopfen an der Tür ihren Moment. Emma, are you in there? It was the voice of the department head, Dr. Miller. Emma, bist du da drin? Es war die Stimme des Abteilungsleiters, Dr. Müller. Panic surged through Emma as she quickly pulled away from Alex. Panik durchfuhr Emma, als sie sich schnell von Alex löste. Just a moment, she called out, her heart racing. Einen Moment, rief sie, ihr Herz raste. She turned to Alex, her eyes wide with fear. You have to go now, she whispered urgently. Sie wandte sich an Alex, ihre Augen weit vor Angst. Du musst jetzt gehen, flüsterte sie dringend. Alex nodded, slipping out the back door just as Dr. Müller entered the office. Alex nickte und schlüpfte zur Hintertür hinaus, gerade als Dr. Müller das Büro betrat. Emma, I need to discuss something with you, Dr. Müller said, his tone serious. Emma, ich muss etwas mit Ihnen besprechen, sagte Dr. Müller, sein Ton ernst. Emma tried to compose herself, praying that Dr. Müller hadn't seen Alex leave. Emma versuchte, sich zu fassen und betete, dass Dr. Müller Alex nicht gesehen hatte. Of course, Dr. Müller, what can I do for you? She asked, forcing a calm tone. Natürlich, Dr. Müller. Was kann ich für Sie tun? Fragte sie und zwang sich zu einem ruhigen Ton. As Dr. Müller spoke, Emma's mind was only half listening, her thoughts consumed with fear and worry. Während Dr. Müller sprach, war Emmas Geist nur halb bei der Sache, ihre Gedanken waren von Angst und Sorge erfüllt. After he left, Emma collapsed into her chair, the weight of their situation pressing down on her. Nachdem er gegangen war, sank Emma in ihren Stuhl, das Gewicht ihrer Situation lastete auf ihr. She knew they couldn't keep going on like this. Something had to change. Sie wusste, dass sie so nicht weitermachen konnten. Etwas musste sich ändern. Emma decided it was time to confront the reality of their situation. Emma beschloss, dass es an der Zeit war, sich der Realität ihrer Situation zu stellen. The next day she called Alex and asked him to meet her in a secluded part of the campus. Am nächsten Tag rief sie Alex an und bat ihn, sich mit ihr in einem abgelegenen Teil des Campus zu treffen. When he arrived, she took a deep breath, steeling herself for the conversation ahead. Als er ankam, holte sie tief Luft und bereitete sich auf das bevorstehende Gespräch vor. Alex, we need to talk, she began, her voice trembling slightly. Alex, wir müssen reden, begann sie, ihre Stimme zitterte leicht. I know, Emma. I've been thinking about it too, he said, his expression serious. Ich weiß, Emma, ich habe auch darüber nachgedacht, sagte er, sein Ausdruck ernst. They sat down on a bench, the tension between them palpable. Sie setzten sich auf eine Bank, die Spannung zwischen ihnen war greifbar. We can't keep doing this, it's not fair to either of us, she said, her voice filled with emotion. Wir können so nicht weitermachen. Es ist weder für dich noch für mich fair, sagte sie, ihre Stimme voller Emotionen. Alex nodded, understanding but also heartbroken.
Alex nickte, verstehend, aber auch mit gebrochenem Herzen. I know, Emma, but what do we do? He asked, his voice breaking. Ich weiß, Emma. Aber, was sollen wir tun? Fragte er, seine Stimme brach. Emma looked at him, tears welling up in her eyes. Emma sah ihn an, Tränen stiegen in ihre Augen. We have to be honest, with ourselves, and with others. We can't live a lie. She said, her voice strong despite her tears. Wir müssen ehrlich zu uns selbst und zu anderen sein, wir können nicht in einer Lüge leben, sagte sie, ihre Stimme stark trotz ihrer Tränen. Alex took her hand, his grip firm and reassuring. Alex nahm ihre Hand, sein Griff fest und beruhigend. Whatever happens, we'll face it together, he said, his eyes filled with determination. Was auch immer passiert, wir werden es zusammen durchstehen, sagte er, seine Augen voller Entschlossenheit. Emma nodded, feeling a mixture of fear and relief. Emma nickte und fühlte eine Mischung aus Angst und Erleichterung. She knew the road ahead would be difficult, but with Alex by her side, she felt ready to face whatever came next. Sie wusste, dass der Weg vor ihnen schwierig sein würde, aber mit Alex an ihrer Seite fühlte sie sich bereit, allem zu begegnen, was kommen würde. Together they decided to confront their situation head on, ready to accept the consequences of their forbidden love. Gemeinsam beschlossen sie, ihre Situation direkt anzugehen und bereit zu sein, die Konsequenzen ihrer Verbot. Emma and Alex decided to speak to the university administration together. Emma und Alex beschlossen, gemeinsam mit der Universitätsleitung zu sprechen. They knew it would be difficult, but they were determined to be honest. Sie wussten, dass es schwierig sein würde, aber sie waren entschlossen, ehrlich zu sein. On the day of the meeting, they walked into the office hand in hand, ready to face the consequences. Am Tag des Treffens gingen sie Hand in Hand in das Büro, bereit, sich den Konsequenzen zu stellen. Dr. Mueller and a few other faculty members were already seated waiting for them. Dr. Müller und einige andere Fakultätsmitglieder saßen bereits und warteten auf sie. Please have a seat, Dr. Müller said, gesturing to the chairs across from him. Bitte nehmen Sie Platz, sagte Dr. Müller und deutete auf die Stühle ihm gegenüber. Emma and Alex sat down, their hands still clasped together. Emma und Alex setzten sich, ihre Hände noch immer ineinander verschränkt. Dr. Müller looked at them with a mixture of curiosity and concern. Dr. Müller sah sie mit einer Mischung aus Neugier und Besorgnis an. Emma, Alex, what is this about? He asked, his voice calm but serious. Emma, Alex, worum geht es hier? Fragte er, seine Stimme ruhig, aber ernst. Emma took a deep breath, squeezing Alex's hand for support. Emma holte tief Luft und drückte Alex' Hand zur Unterstützung. Dr. Müller, we need to be honest with you. Alex and I have developed a relationship, she said, her voice steady. Dr. Müller, wir müssen ehrlich zu Ihnen sein. Alex und ich haben eine Beziehung entwickelt, sagte sie, ihre Stimme fest. There was a moment of stunned silence as the gravity of her words sank in. Es gab einen Moment des fassungslosen Schweigens, als die Schwere ihrer Worte einsank. Dr. Müller leaned back in his chair, clearly taken aback. Dr. Müller lehnte sich in seinem Stuhl zurück, offensichtlich überrascht. Emma, you understand the implications of this, don't you? He asked, his tone more gentle than before. Emma, Sie verstehen die Konsequenzen dessen, nicht wahr? Fragte er, sein Ton sanfter als zuvor. Emma nodded, her heart pounding. Yes, Dr. Müller. We know this is not the norm, and we are prepared to face whatever consequences come, she said. Emma nickte, ihr Herz pochte. Ja, Dr. Müller.
Wir wissen, dass das nicht die Norm ist, und wir sind bereit, uns den Konsequenzen zu stellen, die kommen, sagte sie. Alex looked at Dr. Müller, his expression sincere. Alex sah Dr. Müller an, sein Ausdruck aufrichtig. We didn't intend for this to happen, but it did. And we can't deny our feelings for each other. He added. Wir hatten nicht vor, dass das passiert, aber es ist passiert. Und wir können unsere Gefühle füreinander nicht leugnen, fügte er hinzu. The room was silent for a few moments, the weight of the situation hanging heavily in the air. Der Raum war für einige Momente still, das Gewicht der Situation lag schwer in der Luft. Finally, Dr. Müller spoke, his voice measured. Schließlich sprach Dr. Müller, seine Stimme bedacht. While this is highly irregular and goes against university policy, I appreciate your honesty, he said. Auch wenn dies höchst ungewöhnlich ist und gegen die Richtlinien der Universität verstößt, schätze ich Ihre Ehrlichkeit, sagte er. We will need to discuss this further with the administration. There will be consequences, but we will try to handle this with fairness and understanding, he continued. Wir müssen dies weiter mit der Verwaltung besprechen. Es wird Konsequenzen geben, aber wir werden versuchen, dies mit Fairness und Verständnis zu behandeln, fuhr er fort. Emma and Alex nodded, relief mixed with anxiety. Emma und Alex nickten, Erleichterung vermischt mit Angst. Thank you, Dr. Müller, Emma said, her voice filled with gratitude. Danke, Dr. Müller, sagte Emma, ihre Stimme voller Dankbarkeit. As they left the office, they felt a mixture of emotions, fear, relief, and a glimmer of hope. Als sie das Büro verließen, fühlten sie eine Mischung aus Emotionen, Angst, Erleichterung und einen Schimmer von Hoffnung. In the following weeks, the university conducted an investigation. In den folgenden Wochen führte die Universität eine Untersuchung durch. Emma and Alex were subjected to questioning, their relationship scrutinized from every angle. Emma und Alex wurden befragt, ihre Beziehung von allen Seiten untersucht. It was a stressful and trying time for both of them. Es war eine stressige und anstrengende Zeit für beide. But through it all, they remained steadfast in their commitment to each other. Aber durch all das blieben sie standhaft in ihrem Engagement füreinander. One afternoon, they were called back to Dr. Müller's office for the final verdict. Eines Nachmittags wurden sie zurück in Dr. Müllers Büro gerufen, um das endgültige Urteil zu erfahren. They walked in hand, ready to face whatever lay ahead. Sie gingen Hand in Hand hinein, bereit, sich dem zu stellen, was vor ihnen lag. Dr. Müller and a few other administrators were seated, waiting for them. Dr. Müller und ein paar andere Verwaltungsmitglieder saßen und warteten auf sie. Emma, Alex, we've reached a decision. Dr. Müller began, his tone serious but not unkind. Emma, Alex, wir haben eine Entscheidung getroffen, begann Dr. Müller, sein Ton ernst, aber nicht unfreundlich. Emma's heart raced, her mind swirling with possibilities. Emmas Herz raste, ihr Geist schwirrte vor Möglichkeiten. We understand that feelings are complex and sometimes unexpected. However, as a professional institution, we must uphold certain standards, he continued. Wir verstehen, dass Gefühle komplex und manchmal unerwartet sind. Aber als professionelle Institution müssen wir bestimmte Standards wahren, fuhr er fort. Emma squeezed Alex's hand, bracing herself for the worst. Emma drückte Alex' Hand und bereitete sich auf das Schlimmste vor. Given the circumstances, we have decided to allow you both to continue your work here under strict conditions, Dr. Müller said.
Unter den gegebenen Umständen haben wir beschlossen, Ihnen beiden zu erlauben, Ihre Arbeit hier fortzusetzen, unter strengen Bedingungen, sagte Dr. Müller. Emma and Alex exchanged a hopeful glance. Emma und Alex tauschten einen hoffnungsvollen Blick. You will need to maintain complete professionalism on campus, and any further issues will be grounds for dismissal, he added. Sie müssen vollständige Professionalität auf dem Campus wahren, und weitere Probleme werden ein Grund für eine Kündigung sein, fügte er hinzu. They both nodded, relief washing over them. Sie beiden nickten, Erleichterung überkam sie. Thank you, Dr. Müller. We appreciate your understanding, Emma said sincerely. Danke, Dr. Müller. Wir schätzen Ihr Verständnis, sagte Emma aufrichtig. As they left the office, they felt a sense of victory mixed with the knowledge that they had to be more careful than ever. Als sie das Büro verließen, fühlten sie einen Hauch von Sieg, gemischt mit dem Wissen, dass sie vorsichtiger denn je sein mussten. Their love had endured the test, and though they still faced challenges, they knew they could face them together. Ihre Liebe hatte den Test bestanden, und obwohl sie noch Herausforderungen vor sich hatten, wussten sie, dass sie diese gemeinsam meistern konnten. From that day on, Emma and Alex continued their relationship with a renewed sense of commitment and caution. Von diesem Tag an führten Emma und Alex ihre Beziehung mit einem erneuten Sinn für Engagement und Vorsicht fort. They found ways to balance their professional and personal lives, ensuring they met the expectations of the university while nurturing their bond. Sie fanden Wege, ihr Berufs- und Privatleben zu balancieren und sicherzustellen, dass sie den Erwartungen der Universität gerecht wurden, während sie ihre Verbindung pflegten. Though their path was not easy, they cherished every moment they had together, knowing how precious their love was. Obwohl ihr Weg nicht einfach war, schätzten sie jeden Moment, den sie zusammen hatten, wissend, wie kostbar ihre Liebe war. In the end, they learned that true love is about overcoming obstacles and finding strength in each other. Am Ende lernten sie, dass wahre Liebe darin besteht, Hindernisse zu überwinden und Stärke ineinander zu finden. And that is what made their love story truly remarkable. Und das war es, was ihre Liebesgeschichte wirklich bemerkenswert machte. Thank you for watching and listening to this video. Please like, share, and leave your comments. Don't forget to subscribe to our channel so you won't miss our next video. Vielen Dank fürs Ansehen und Anhören dieses Videos. Bitte liken, teilen und kommentieren Sie. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit Sie unser nächstes Video nicht verpassen.